Moin meine Freunde und herzlich willkommen. Was geht ab? Mario Kart 8 Deluxe. Heute fangen wir mal wieder mit den Offline Cups an. Wir spielen 150, haben wir die beiden. Ich will den Gold Mario unbedingt haben, deswegen fangen wir schon verfrüht ein bisschen mit dem 200er an. Oh, neues Teil freigespielt, sehr geil. Nee, die Wolken will ich aber nicht haben. Die finde ich nicht so geil. Ja, wir machen direkt wieder für den Anfang den Pilz Cup. So, Pilz Cup Mario Kart Stadion. Ich hoffe, die Facecam macht diesmal keine Faxen wie bei den letzten Folgen. Da hat sie einfach nicht aufnehmen wollen und ich habe die noch fröhlich hin und her geschoben. Und ja, im Endeffekt sieht man sie trotzdem nicht. Ich habe sie jetzt einfach ganz standardmäßig mal jetzt unten rechts in die Ecke gesetzt. Bleibt sie auch. Ich werde sie auch nicht transparent machen, wie in den letzten Folgen gesagt. Ich lasse sie jetzt einfach so, wie sie ist. Also ich hatte den 200 CCM, den 200er Hubraum, hatte ich als sehr schwierig empfunden. Momentan geht es eigentlich. Aber offline ist er sowieso immer nicht ganz so schwierig. Ah, fuck. Da wollte ich eigentlich eher die Doppel-Items haben. Ah, komm ich rum. Ja, perfekt. Nein. Oh, Mann. Das ist nicht nett, aber ich finde also die ersten Cups, so Pilz, dann Panzer-Cup und ja, das sollte noch relativ gut machbar sein. Auch auf 200 sollte das kein Problem sein, denke ich. Wobei 200 natürlich schon eine Hausnummer ist, ne? Also, ich muss zugeben, selbst da, also da habe selbst ich ab und an noch Probleme mit den Gegnern. Aber kein Ding. So, sehen wir uns gleich in der nächsten Runde wieder. Ja, der Wasserpark. Also ich glaube, ich werde auch immer zwei Folgen jetzt raushauen. Ich will die Cups so schnell wie möglich fertig haben, auch den 150er. Werde ich morgen zwei Folgen raushauen. Ich glaube, 200er kommt heute eine, morgen zwei. Irgendwie so in dem Dreh. Je nachdem, ist jetzt auch ein bisschen spät schon. Aber ja, ich habe halt Bock auf Gold Mario. Und deswegen muss das jetzt alles ein bisschen schneller gehen. Nein. Ah, doch, sehr gut. Hat noch alles funktioniert? Ah, scheiße. Also ich finde auf dem 200er Hubraum, ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was eure Meinung dazu ist. Nein! Fuck. Was eure Meinung dazu ist. Ich bin der Meinung, dass man mit dem 200er die Kurven teilweise echt beschissen kriegt. Also ich bin ja, ich bremse nicht. Ich drifte höchstens und gehe mal vielleicht vom Gas im äußersten Notfall. Aber bremsen tue ich eigentlich nie. Trotzdem finde ich, kriegt man die Kurven hier teilweise echt beschissen. Naja. So, trotzdem fahren wir hier ganz stabil. Stabiler Erster, super. Bleibt auch so, weil, ja. Bleibt halt nichts anderes übrig, ne? Also ich muss auch sagen, dass mit dem Driften ist hier schon eine Nummer schwieriger als auf dem 150er. 150er ist ja Standard. Aber gut, haben wir trotzdem gepackt. So, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Strecke. Bis gleich. So, zuckersüßer Canyon. Was ich nochmal in die Gruppe fragen muss, und zwar beim Online-Modus, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Also ich glaube, ich kann es mir denken, eigentlich eine bestimmt wahrscheinlich blöde Frage. Aber wenn man halt eine Map ausgesucht hat, also wenn dieses Zufallsprinzip gegriffen hat, eine Map rausgesucht hat, steht da ab und zu eine 150er oder eine 100er. Ich kann mir vorstellen, dass das für den Hubraum steht. Aber wird das irgendwie zufällig bestimmt auch? Oder hat man da eine Möglichkeit, vorher was anzugeben auf Lieblingsgeschwindigkeit oder whatever? Ja, genau. Die kleinste Lücke, aber ich nehme sie mit.
Na, na, na. Ah, scheiße. Gut, ich habe auf den Pilz gehofft. Da nochmal schnell durchfahren, aber das Rumreißen zurück auf die Straße war ein bisschen fail. So, jetzt keine Faxen mehr machen. Einmal kurz auf den ersten wieder. Easy. Ja, wie, ich weiß nicht, in welchem Part ich es gesagt habe, ob es in einer Online-Runde war oder so. Auf jeden Fall hätte ich wahnsinnig Bock mal, so ein Online-Projekt zu starten. Ich habe ein Turnier aufgemacht, da könnt ihr auch mal gerne mitmischen. Ah! Turnier heißt ganz normal Xaver. Könnt ihr gerne mal schauen. Und das andere Ding, worauf ich Bock hätte, einfach mal vielleicht ein paar Leute von euch. Könnt ihr mir gerne dann eine Freundschaftseinladung schicken oder so. Ah, das war noch gar nicht die letzte Runde. Und dann kann man mal zusammen mal den Battle Mode zocken. Auch gerne mal mit mehreren Leuten verschiedenen, also mit mehr verschiedenen Leuten oder so. Oder wenn ihr jemanden kennt, der sagt, er hat da mal Bock drauf, was zusammen zu starten, dann auch gerne Bescheid geben. Wie immer in den Kommentaren. Ah, fuck. Also, was mir sehr stark aufgefallen ist, logischerweise, dadurch, dass es jetzt zwei Items gibt, ist die Wahrscheinlichkeit auf einen Blitz oder auch auf eine Blue Shell, also die Bombe für den ersten, den Stachy, die Chance ist viel, viel höher, dass du einen im Spiel triffst, als bei der Wii U. Und da fand ich das schon, naja, gut, war eher selten. Blitz hat manchmal genervt, Blue Shell war eher selten, aber jetzt momentan echt häufig. So, die Steinblock-Ruinen. Einmal jetzt, ich glaube, die letzte Strecke ist das schon, ne? Dann haben wir die drei Sterne für den 200er. Verdient. Weil wer gut fährt, wird belohnt, nicht wahr? So, jetzt ein Powerstart nochmal ordentlich. Mit Ansage. Naja, mit so... Ja, die Kamera auch nicht, aber wie nennt man das? Wie kann ich das nennen? Halt, ein Epic Fail, so. Ich sag noch, mega guter Start und bleib halt stehen, so. Das ist Vorführeffekt. So, das Wort habe ich gesucht. Ja, doppelt noch gekriegt. Nein, das ist das, was ich vorhin angesprochen hatte. Also ich finde, mit dem 200er kriegt man die... Kurven teilweise echt beschissen. Sorry für den Ausdruck, aber... Oh. Richtig geil fahren kann man einige echt absolut nicht. Klar gibt es da wiederum andere, wo man denn fast gar nicht... fast gar nicht den Unterschied merkt, beziehungsweise auch 200 fast noch geiler ist als im 150er, wie zum Beispiel... die Musikstrecke, ich weiß gar nicht, wie die heißt. Oder sogar eventuell die... Ach, jetzt habe ich schon den Green Shell losgeschossen. Die andere Strecke hier, die... oh Gott, die ist so ähnlich. Die mit der Zeit hier, Tic-Tac, Tic-Tac, irgendwie so. Ihr wisst, welche ich meine. Die lassen sich auf 200 ziemlich geil spielen. Viele andere dann aber auch nicht, wie die hier zum Beispiel. Oder die Regenbogenstrecken sind auch fürchterlich. Gut, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein stabiler Erster und die drei Sterne sind uns, seien uns gegönnt. Ja. Das waren dann auch solide 10 Minuten für den ersten 200er Cup. Ich würde sagen, wir schneiden nochmal fix. Nee, in Online machen wir nicht mehr. Dafür mache ich einen extra Part fertig. So, auf jeden Fall machen wir gleich im Anschluss den Panzer Cup nochmal auf 200. Und würde sagen, dann sehen wir uns gleich wieder. Haut ab.